glaube, die Videokamera läuft auch schon. Dann heißt das, dass ich anfangen kann. Ich will euch nicht warten lassen. Also das Thema, was man mir vorgeschlagen hatte, war der steinige Weg zur erneuerbaren Energie. Dann habe ich überlegt letztens, was erzähle ich denn dazu und wieso steiniger Weg? Das sagen immer viele Leute, das ist also nicht meine Erfindung hier. Und dann hatte ich gedacht, wenn man über steinige Wege reden müsste, dann hieße das ja, die Energiewende wäre schwierig in irgendeiner Art und Weise. Und warum ist sie denn schwierig? Wenn man bedenkt, Solarkraftwerke gab es schon 100 Jahren mindestens. Und bevor es Dieselgeneratoren gab, Elektroautos gab es auch schon sehr lange, auch glaube ich schon bevor es die Dieselautos gab. Wieso soll dann die erneuerbare Energiewende steinig sein? Wo man dann drauf kommt, ist eigentlich die Frage, wer hat eigentlich die Steine in den Weg gelegt? Das heißt, an sich ist das mit der Solar- und Windenergie ja nicht wirklich kompliziert, jedenfalls nicht so kompliziert, wie Öl aus 2000 Meter Tiefe hochzupumpen oder andere Dinge zu machen. Da ich aber Naturwissenschaftler bin, habe ich mir dann überlegt, ich ändere einfach den Titel, rede also nicht über die Leute, die die Steine in den Weg legen, sondern darum, wie man sich als Naturwissenschaftler die Energie und Mobilität der Zukunft vorstellen kann, also was für ein Modell man sich bauen kann, nach der man dann die zukünftige Energieversorgung ausrichtet. Ich habe ziemlich viele Folien, was einfach daran liegt, dass ich schon so alt bin und immer wieder jedes Jahr neue Folien dazu mache. Um Sie jetzt nicht zu langweilen, habe ich eigentlich nur drei wichtige Folien rausgesucht. Diese drei hier, die werde ich zeigen und noch ein bisschen drumherum vorher. Also erstmal möchte ich über das erneuerbare Energiesystem reden, so wie ich mir das vorstellen würde in Zukunft. Dann über das, was ich Energielücke bezeichne, also die Zeit, die jetzt kommt, wo wir vermutlich nicht genug Energie haben werden. Und dann zum Schluss über nachhaltige Mobilität, weil das auch ein wichtiges Thema ist. Gut, und das Beste an dem Ganzen ist, dass der Heinz Bauer eben zugestimmt hat, dass er in der Pause Klavier spielt. Das ist ja Unsinn. Das ist Unsinn, gut. Aber es ist nicht das Beste, er ist besser. Auf jeden Fall ist das ein Grund, hier zu bleiben und euch vorher jetzt bei meinem Vortrag auszuruhen, damit ihr nachher dann konzentriert der Musik zuhören kann. Also ich zeige jetzt eine ganze Menge Folien, die dienen eigentlich nur zur Erklärung dieser drei Folien, die dann zwischendurch irgendwann kommen. Das Bild hier ist aus Amerika im Mittleren Westen. Da haben die Leute es irgendwann mal geschafft, in der Prärie, wo ja viele Bisonherden waren und Indianer lebten, die Bisons abzuschlachten und die Indianer ebenfalls und dann Landwirtschaft nach westlichem Vorbild zu machen. Und es hat nicht lange gedauert, dann war die Region unbewohnbar, weil überall Staub sich niederlegte und die Leute da keine Möglichkeit mehr hatten, weiter Landwirtschaft zu betreiben. Das war in den 1930er Jahren. Darüber rede ich aber nicht, weil ich kein Agrarier bin, sondern ich benutze es nur gerne als Hintergrund, um zu zeigen, die Leute waren immer schon in der Lage, ihre Umwelt so zu zerstören, dass man da nicht mehr leben kann. Gut, ganz kurz ein bisschen was zum Klimawandel. Was die meisten Leute denken und wir auch zum großen Teil ist ja, wir brauchen internationale Anstrengungen, wir müssen graduell CO2-Ausstoß reduzieren, wir werden dann erkennen und ich beobachte das schon seit Jahrzehnten jetzt, dass alles doch ein bisschen langsamer geht, als man sich das wünscht und die meisten Leute denken, das wird schon gut gehen und wir hoffen, dass wir da wieder rauskommen und das wird irgendwie, wird das schon funktionieren. Was passiert in Realität ist, die Klimakipppunkte werden überschritten. Missernten, Hungersnöte, Katastrophen, Migration, Aufstände, Terrorismus, Völker in Not sind so die Stichworte. Diese Dinge, merkt man, kommen immer mehr auf uns zu. Wir wissen dieses Jahr auch, dass es letztlich mit dem Wort Krieg oft zu umschreiben ist, was in Zukunft auf uns zukommen wird. Und daran sieht man, dass diese Option, die ja Mainstream ist, wahrscheinlich nicht ausreicht. Stattdessen, denke ich, brauchen wir radikale Veränderungen in der Weltwirtschaft, radikale Veränderungen in der Landwirtschaft
und ein sehr schnelles Reduzieren des CO2-Ausstoßes, und zwar so schnell, dass wir vermutlich mit den erneuerbaren Energien nicht genauso schnell hinterherkommen, sodass es also Probleme geben wird. Das heißt, die Energie wird knapp und teuer werden. Wir müssen uns fokussieren auf die essentielle Versorgung, also Nahrung, Wasser und Heizung. Und die Bürger werden das nicht so unbedingt mögen. Die werden Parteien wählen, die ihnen Besseres versprechen. Und in dem Sinne wird es auch da Konflikte geben. Und meine Aufgabe als Physiker oder Naturwissenschaftler sehe ich darin, eben Perspektiven rein technischer Art zu liefern, um zu zeigen, wie es sein könnte, wenn alle an einem Strang ziehen würden. Dazu gibt es hier ein Buch und YouTube-Videos. Das können Sie alles kostenlos runterladen. Die Folien bekommen Sie ja, da stehen dann die Links drin, falls es Sie interessiert, da noch mehr zu erfahren. Gut, also ich werde über die Weltenergieversorgung reden und darum, warum das eine Herausforderung ist. Vor jetzt etwa genau 10 Jahren hat mal irgendjemand so ein nettes Cartoon über meinen Vortrag gemacht. Das ist 5 Minuten in YouTube, können Sie sich auch gerne mal angucken. Der Weltenergieverbrauch beträgt ungefähr 175.000 Terawattstunden pro Jahr. Das sind jetzt Einheiten, mit denen die meisten Menschen nichts anfangen können. Ich rechne das immer um in Energie pro Sekunde. Die gibt man in Watt oder in Gigawatt an, da sind es 20.000. Und das kann man sich dann schon fast vorstellen, wenn man weiß, ein Kernreaktor liefert typischerweise 1 Gigawatt elektrische Leistung. Das heißt, naiv brauchten wir 20.000 Kernreaktoren weltweit. Wenn man das ein bisschen genauer diskutiert mit Leuten, die gerne Kernenergie machen wollen, kommt man drauf, Kernenergie produziert auch Abwärme, die könnte man ja auch nutzen und so weiter. Dann liegt man bei ungefähr 8.000 Kernreaktoren, die man bräuchte, wenn man komplett die Weltenergie auf Kernenergie umstellen möchte. Bisher ist es so, dass ungefähr 80% aus fossilen Brennstoffen in der Welt als Energie produziert wird. 14% erneuerbare und 5% Kernenergie ungefähr, das sind grobe Zahlen. Aber das Wichtige, was Sie behalten sollen, sind 80% Kohle, Gas und Öl. Und die Frage ist, können wir davon wegkommen? Und da schauen wir uns mal an, wie das früher war. Die Menschen, die so aussehen wie wir hier im Raum, die gibt es ungefähr seit 200.000 Jahren. Und wir kommen bekanntlich aus Afrika und seit 200.000 Jahren sind diese Menschen mit 100% erneuerbarer Energie ausgekommen. Und das will ich jetzt kurz noch erläutern. Das heißt also, ein komplett erneuerbares Energiesystem hat es schon mal gegeben und das hat funktioniert und das hat sogar stabil über Tausende von Jahren funktioniert. Das erste ist quasi die Erfindung des Feuers durch den Menschen. In heutiger Sprache würde man sagen, die Menschen haben gelernt, Biomasse als Energieträger zu benutzen, zum Wärmen, zum Kochen und so weiter. Solarenergie hat man auch immer schon benutzt, dadurch ist es tagsüber hell, deswegen hat man auch Fenster und man benutzt es zum Wärmen, zum Heizen, zum Trocknen und was auch immer. Windenergie hat man zum Beispiel bei Segelschiffen immer schon benutzt, Wasserenergie bei Wassermühlen zum Beispiel, aber auch bei Flussschiffen, die den Fluss runter gingen. Und auch Geothermie kennen wir schon von den alten Römern, dass die also auch heiße Quellen schon zu nutzen wussten und natürlich die Menschen vor den Römern auch schon. Das heißt also, die grundlegenden Energieformen, die wir jetzt als erneuerbare Energien bezeichnen, die wurden schon immer benutzt und die haben immer schon funktioniert. Kernenergie wurde früher bei den Eingeborenen nicht benutzt, aus verständlichen Gründen, ansonsten aber alle diese Energieformen. Heutzutage werden wir das weiter so machen können. Hier ist ein Beispiel von einer Müllverbrennungsanlage. Das heißt, das Verbrennen von Dingen wird immer noch zur Energieerzeugung genutzt werden können. Beispielsweise kann man Bioenergie aus den
Abfällen der Agrarindustrie benutzen als Energieform. Solarenergie, wissen wir heute, die einfachste Art und Weise, das zu machen, ist heutzutage mit PV-Anlagen auf unseren Dächern. Das ist heutzutage preiswert und kein Problem mehr. Die effizienteste Art, Windenergie zu nutzen, sind diese großen Windräder, die die Menschen, da hinten sehe ich eins, wie es sich dreht, die die Menschen spalten, weil die einen das furchtbar finden, die anderen finden es gut. Wasserkraft wurde schon lange benutzt in der Technik. Da gibt es viele Vor- und Nachteile zu. Das kann man, wenn man will, auf jeden Fall in großem Stil machen. Und Geothermie lohnt sich vor allem in Regionen wie in Island, hier wo geothermische Kraftwerke Strom erzeugen, oder in Neuseeland, aber auch in vielen anderen Plätzen auf der Welt. Das heißt also, Biomasse, Solar, Wind, Wasserenergie und Geothermie waren immer schon möglich und sind heutzutage durch die Technik noch viel effizienter geworden, um 100% erneuerbares Energiesystem zu erschaffen. Ich muss mich entschuldigen, wenn da ab und zu Sachen auf Englisch stehen. Ich habe eben noch versucht, die meisten Wörter in Deutsch zu übersetzen, aber ich denke, Sie können auch alle Englisch, und viele Dinge wie Solar kennt man ja aus dem Englischen besser als im Deutschen, wenn es da überhaupt ein Wort für gibt. Gut. Gibt es Fragen zu den Typen von erneuerbaren Energien, die ich gerade vorgestellt habe, oder anderen Fragen zur erneuerbaren Energie? Dann würde ich Sie jetzt bitten, da ein paar Fragen zu stellen. Ja? Gut, also die Frage, ich wiederhole das nur fürs Video, die Frage war, ob bei der Verbrennung nicht CO2 erzeugt wird, die dann auch schädlich ist. Nun, der Punkt ist der, wenn man Kohle verbrennt, verbrennt man Stoffe, die vor Hunderttausenden von Jahren erzeugt wurden und jetzt CO2 in die Atmosphäre bringen. Wenn man aber ein Stück Holz verbrennt und dann den Wald, den man vorher dafür abgeholzt hat, wieder aufpflanzt, dann wird zwar momentan das CO2 in die Atmosphäre gebracht, aber gleichzeitig wächst woanders ein neuer Baum, der das CO2 wieder aufnimmt. In dem Sinne ist das CO2 in einem Kreislauf, sodass also Biomasse, die in einem Jahr angebaut wird und das CO2 aus der Atmosphäre rausholt, dann im nächsten Jahr verbrannt werden kann, wo das dann wieder zurück in die Atmosphäre geht. Das heißt also, solange man nachhaltige Forstwirtschaft macht oder nachhaltige Landwirtschaft, ist das CO2 in einem Kreislauf und wird beim Verbrennen nicht mehr produziert, als vorher schon da war. Ja. Sie haben eine Frage? Also die Frage, ob man die Bäume nicht 10 oder 20 Jahre vorher pflanzen muss, ist korrekt. Generell ist ja der Begriff Nachhaltigkeit sogar aus der Forstwirtschaft entstanden. Die Leute haben erkannt, dass über Generationen Waldwirtschaft nur dann sinnvoll ist, wenn man immer genauso viel anpflanzt, wie man abholzt. In dem Sinne muss man einmal in diesem Zyklus sein, um das zu schaffen. Ob das im Moment nützlich ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Denn zum Beispiel gibt es viele Leute, mein Heizungstechniker zum Beispiel, der mir empfohlen hat, eine Pelletheizung zu kaufen. Im Moment ist es so, die Pelletheizungen benutzen zwar Holzabfälle aus der Industrie, aber wenn alle Menschen das in Deutschland tun würden, hätten wir bei weitem nicht genug Holz dafür. Das heißt also, das Holz kommt dann aus China oder sonst wo und da wird es eben nicht unbedingt nachhaltig aufgeforstet. Und eine weitere Frage ist, wenn wir im Moment das CO2 in der Atmosphäre reduzieren wollen, dann bildet natürlich die Landwirtschaft und die Holzwirtschaft eine Möglichkeit, indem man die Bäume nicht fällt, dass man immer mehr Bäume und immer mehr Wald anpflanzt, um einfach immer mehr CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen. Dann hätte man einen sogenannten negativen Fußabdruck. Ja, würde also mehr CO2 verbrauchen, als man neu erzeugt. Ja. Aber prinzipiell ist halt das Verbrennen von organischen Materialien, die jedes Mal wieder neu angebaut werden, CO2-neutral. Ja, da war noch eine Frage.
Also die Frage nach der Herstellung der PV-Anlagen, der Windanlagen und so weiter, die ja auch wieder Rohstoffe verbrauchen und auch oft nicht nachhaltig sind, das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, bei einer Gesamtbilanz muss man die Herstellungskosten und die Recycle-Kosten immer wieder mit dazu rechnen. Es muss unbedingt natürlich Bestrebungen geben, dass wir in Europa unsere eigenen PV-Anlagen bauen und dass das möglichst CO2-schonend passiert. Das heißt also, dass in den Fabriken, die die PV-Anlagen produzieren, eben erneuerbarer Strom genutzt wird und nicht dann dafür Benzin und Diesel benutzt wird. Das heißt also, die Beschaffung von Materialien für Industrien und für die Materialien, die wir für die erneuerbaren Energien brauchen, die sind ein Problem und die müssen mitgerechnet werden. Ich habe diese Woche noch einen Vortrag gehört von einem, der in China in einer großen PV-Anlage arbeitet und das nach Europa holen will. Er sagt zum Beispiel, der Silberanteil in den PV-Modulen ist so hoch derzeit, dass man einen Großteil der Jahresproduktion von Silber bräuchte, um die Energiewende zu machen. Das heißt, man muss bei den PV-Modulen in Zukunft statt Silber Kupfer benutzen und dann verbraucht man weniger Ressourcen. Das heißt also, im Detail muss man bei jedem Rohstoff, den man braucht, darauf achten, dass man den möglichst umweltfreundlich auch produzieren kann. Ja. Ja, das ist alles korrekt. Das heißt also, erstmal muss man darauf achten, dass man Holz durchaus sinnvoll ersetzen kann, wenn vorher stattdessen Öl oder Kohle benutzt wird. Und die Holzwirtschaft an sich ist so kompliziert, dass ich da als Physiker mich nicht rantraue, das zu bewerten. Das Einzige, was ich immer sage, was man einfach ausrechnen kann, ist, Pelletheizungen sind eine schöne Sache. Wenn es wenige machen, würden alle auf Pellets umsteigen, hätten wir bei weitem nicht genug Wald in Deutschland, um das erneuerbar und nachhaltig zu machen. Das heißt also, es ist keine Lösung für das Weltenergieproblem. Es ist eine partikuläre Lösung, die ihren Sinn macht. Zum Beispiel hier in Gießen haben wir zwei Müllverbrennungsanlagen und die verbrennen auch Altholz zur Stromerzeugung. Das macht natürlich im Prinzip immer Sinn, sowas. So, jetzt kurz zu den fossilen Energien. Die Epoche der fossilen Energien fing an vor ungefähr 170 Jahren. Da hat man vor allen Dingen in England angefangen, Kohle aus der Erde zu holen. Mit dieser Kohle konnte man Dampfmaschinen betreiben und ein Großteil der Kohle wurde benutzt, um Bergwerke zu betreiben, also weitere Kohle aus der Erde zu holen, aber ein Teil natürlich auch, um Fabriken anzutreiben. Seit 170 Jahren hängt von diesen fossilen Energien unser kompletter Fortschritt ab. Ich habe Ihnen mal hier ein Diagramm mitgebracht. Die fossilen Energien produzieren CO2, wie Sie wissen. Die CO2-Emission pro Kopf ist hier über die Jahre aufgetragen von 1750 bis 2020. Man sieht hier, das ist England, Großbritannien. Da geht es also schon im 18. Jahrhundert hoch, relativ hoher Pro-Kopf-Verbrauch. Und dann geht es hier hoch und inzwischen geht es hier wieder runter und da ist Großbritannien etwa auf dem Level von Europa. Die anderen Länder zogen hinterher. Hier das Orange sind die Vereinigten Staaten, die liegen hier oben. Dann Australien, Saudi-Arabien. Das sind die mit den höchsten CO2-Produktionen pro Kopf. Deutschland, Europa liegt hier ungefähr. Und China ganz stark im Anstieg hier in den letzten 20 Jahren. Inzwischen auf der gleichen Höhe wie Deutschland, pro Kopf. Wenn man das statt pro Kopf pro Land nimmt, dann sieht es ein bisschen anders aus. China hat einen sehr hohen Anstieg, auch insgesamt ist im Vergleich zu Europa und den Vereinigten Staaten inzwischen wesentlich höher in der CO2-Produktion. Und die gesamte Weltproduktion liegt eben hier oben. Das heißt, das ist der Grund, warum wir jetzt das Klimaproblem haben, wegen diesem CO2-Anstieg weltweit.
Indien, Afrika liegen hier noch relativ weit unten. Ich bin ja nun ein bisschen älter als Sie. Als ich ein bisschen älter als Sie jetzt waren, war 1987, da war ich in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft im Arbeitskreis Energie, wo ich immer noch aktiv bin. Und damals haben die Kollegen im Arbeitskreis Energie zusammen mit den Meteorologen einen Aufruf gemacht und vor den Klimaveränderungen gewarnt. Da steht zum Beispiel drin, die Klimaänderungen sind abgesehen von einem Krieg mit Kernwaffen eine der größten Gefahren für die Menschheit. Den Satz kann man heute wieder genauso unterschreiben. Und was ich auch interessant fand, war der folgende Satz in dem Aufruf: Der erforderliche Strukturwandel muss jetzt beginnen, denn später notwendige sehr schnelle Änderungen würden, wenn es überhaupt möglich ist, in vielen Bereichen nachteilig und schädlich sein. Das heißt also, auch das ist so eingetreten, hätte man 87 den Strukturwandel gemacht, den wir jetzt immer noch fordern, dann hätte man das Ganze relativ relaxed machen können. Inzwischen ist es fast unmöglich. Also fossile Energien sind keine Lösung, darauf kann man sich hier in dem Kreis sicherlich einigen. Dann kam die Epoche der Kernenergie. Da habe ich hier mal die Kernenergieproduktion über die Jahre aufgetragen. Das fing an im Zweiten Weltkrieg mit der Atombombe und die kommerzielle Nutzung stieg so in den 60er Jahren an. Das hier ist ein logarithmischer Plot. Das heißt, hier, das habe ich wieder in Gigawatt angegeben, weil man damit eben was tun kann. Ein Kernkraftwerk ist ungefähr ein Gigawatt und die Weltproduktion ging immer weiter hoch. Aber seit den 80er Jahren ist die ungefähr konstant. Das heißt, seit fast 40 Jahren gibt es nicht mehr Kernenergie als damals. Der einzige kleine Anstieg, den man hier in der Kurve sieht, der kommt durch China, weil China immer weiter Kernenergie dazu baut und immer einen größeren Anteil hat. Wie kann man sich das erklären? Nun, der erste nicht-militärische große Unfall war in Three Mile Island in Amerika. Da gibt es hier eine Delle in dem Anstieg der Kernenergie in Amerika. Dann kam es den Unfall in Tschernobyl in der Ukraine. Da ist zum Beispiel Italien ausgestiegen aus der Kernenergie, wobei die jetzt wieder einsteigen wollen. Dann Fukushima, das haben Sie auch nicht mehr erlebt, schätze ich mal. Doch? Dann habe ich mich jetzt gerade verrechnet. Ja, klar. Sorry. Sie sind ja alle erwachsen und 2011 minus 2022 ist, was, das ist schwer zu rechnen, aber das kriege ich noch gerade hin im Kopf. Also Sie haben alle Fukushima schon miterlebt. Damals ist Japan ausgestiegen und steigt jetzt langsam wieder ein. Und der einzige Anstieg, der immer weiter ging, ist in China. Und ich bringe immer ein Beispiel. Ich bin ja als Kernphysiker umgeben von Befürwortern der Kernenergie. Ich sage immer, also die sagen ja immer, Unfälle passieren halt ab und zu, aber ist ja nicht weiter schlimm. Wenn zum Beispiel so ein fataler Unfall wie in Tschernobyl jetzt zum Beispiel mitten in Frankreich passieren würde, die haben ja genug alte Kernkraftwerke, sodass das sein kann, dann vermute ich mal, dass die Franzosen dann auch nicht mehr so positiv dem gegenüber sind und dass dann auch die Deutschen und die Schweizer und die Italiener wieder aussteigen werden. Das heißt, wenn wir jetzt die Zukunft auf Kernenergie bauen und dann so ein paar Terroristen auf die Idee kommen, da ärgern wir die Europäer mal, dann kann man ganz schnell das gesamte Energiesystem zum Fall bringen. Und ich sage dazu immer halt, wir haben ja die Sonne als Fusionsreaktor. Warum brauchen wir dann noch eigene Kraftwerke? Das heißt, wir müssen keine eigenen 8000 Fusionsreaktoren für ein paar Milliarden jeweils bauen, um den Weltenergiebedarf zu decken. Und dazu ist vor allen Dingen ökonomisch das folgende Diagramm wichtig. Hier ist aufgetragen, was kosten Kraftwerke, neue Kraftwerke im Bereich Solarenergie, Windenergie, Gaskraftwerke, Kohle und so weiter. Und da werden die Investitionen umgerechnet auf die Kilowattstunden, die in den nächsten 20 Jahren produzieren.
Und dann fängt das bei der PV-Anlage hier 2009 mit 36 Cent pro Kilowattstunde an und geht jetzt rapide runter, 2019 noch 4 Cent. In den Wüstenkraftwerken haben wir heutzutage PV-Erzeugungskosten von 1 Cent pro Kilowattstunde. Sie selber zahlen im Moment so um die 20, 30 Cent, glaube ich, hier bei den Stadtwerken. Das heißt also, die PV und die Windanlagen sind in den letzten 10, 20 Jahren extrem billig geworden, sodass es auch rein ökonomisch sinnvoll ist. Der grüne Pfeil hier, das ist die Kernenergie, die ist als einzige teurer geworden. Abgesehen davon, dass Gas, was hier so schnell runterging, inzwischen auch so teuer geworden ist. Die Ukraine-Krise ist hier noch nicht mit drauf. Kernenergie ist teurer geworden. Warum werden die einen Sachen billiger, die anderen teurer? In der Ökonomie nennt man das die Lernkurven. Das heißt, die Lernkurven bedeuten, dass je mehr PV-Anlagen man produziert, umso ökonomischer kann man das machen. Man lernt, wie man die Fabriken vereinfachen, verbessern kann und wie man das Ganze eben in großem Stil eben in Massenproduktion billiger bekommt. Nur bei der Kernenergie scheint es andersrum zu sein und meine Erklärung dafür ist einfach. Die Kernenergie hat eine negative Lernkurve, weil man immer mehr Geld braucht für die Sicherheit, insbesondere auch gegen Terrorismus und Kernwaffenverbreitung. Sie können gleich Fragen stellen. Ich wollte den Satz gerade noch zu Ende machen. Das heißt also, und insbesondere jetzt durch den Ukraine-Krieg kennt man das, es gibt ja hier diese schönen sogenannten Manpads. Da hat eine einzelne Person eine Waffe auf der Schulter, mit der sie in einigen Kilometern Entfernung einen Panzer abschießen können. Das heißt, das sind panzerbrechende Munition, die da drin ist, die selbstständig das Ziel findet. Und wenn man sowas auf Kernreaktoren rauslässt, dann würden die meisten Kernkraftwerke auf der Welt dem nicht standhalten können. Die andere Option, das sieht man auch überall in den sozialen Medien, sind die vielen Drohnen, die überall kreisen und Bomben absetzen oder eben auch solche gesteuerten Waffen absetzen können. Das heißt, mit solchen neuartigen Waffen, die auf dem Schwarzmarkt schon immer zu bekommen waren, und heutzutage in der Ostukraine und in Westrussland sicherlich beliebig einfach zu bekommen sind, die sind eine große Gefahr für die existierenden Kernkraftwerke. Und ich sage immer, ökonomisch lohnt sich die Kernenergie also überhaupt nicht, weil die PV und Wind so billig geworden sind. Aber für Länder, die Kernwaffen haben wollen, also beispielsweise Israel, Iran, Russland, Großbritannien, Frankreich, USA und so weiter. Diese Länder brauchen sowieso eine Nuklearindustrie, um Kernwaffen zu erzeugen. Und wenn sie die Industrie dazu sowieso brauchen, dann kosten natürlich auch die Kernkraftwerke für den kommerziellen Bereich nicht mehr so viel. Erschreckt hat mich, wobei mich nicht mehr viel erschrecken kann in dem Bereich, als ich letztens hörte, auf dem Davos-Meeting wurde besprochen, dass in dem Kernreaktor im Osten der Ukraine, der ja von beiden Seiten möglicherweise beschossen wurde oder zumindest versucht wird einzunehmen, 30.000 Kilogramm Plutonium und 40.000 Kilogramm angereichertes Uran lagern. Das muss noch aus den alten Sowjetbeständen sein. Das heißt, mit dem Material da kann man Tausende von Atombomben bauen und dann ist auch klar, warum beide Seiten so stark daran interessiert sind, dieses Kernkraftwerk unter ihre Kontrolle zu kriegen. Gut, und es gab eben schon Fragen. Jetzt können Sie sagen, ja, Sie mit dem weißen Pullover erstmal. Gut, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, diese Folgekosten für die Endlagerung, die sind natürlich nicht wirklich drin. Und die Kosten für die Schäden sind auch nicht drin. Das nennen die Ökonomen dann externe Kosten. Die sind auch bei Kohle und Öl nicht mit drin. Das heißt, durch die Kohlekraftwerke sterben jedes Jahr so und so viele Leute an Lungenkrebs.
Diese Krankheitskosten sind natürlich nicht Teil der Kosten eines Kohlekraftwerks. Oder ein Kernkraftwerk ist in Gefahr, durch einen Terroristen in die Luft gesprengt zu werden mit Milliarden Schäden. Es gibt keine Versicherung, die ein Kernkraftwerk versichern würde, weil sie wissen, die Versicherungssummen wären so hoch, dass damit natürlich die Kernenergie überhaupt nicht mehr ökonomisch vertretbar wäre. Ja, das heißt, diese ganzen externen Kosten über Gefahren und über Folgeschäden für die Umwelt, die sind typischerweise nicht mit drin. Formal sind teilweise Endlagerungskosten mit drin, aber auf einer Höhe, die nach Algorithmen berechnet wird, die man eigentlich als Physiker jedenfalls nicht ernst nehmen kann. Denn die Endlagerung muss ja über tausende Jahre passieren und nicht nur über die nächsten Jahre, wo man überhaupt eine absehbare ökonomische Bewertung dieser Prozesse hat. Ja, dann hatten Sie eine Frage. Genau, also es ist wichtig, die Frage nach der neuen Generation der Kernkraftwerke, die jetzt überall propagiert werden. Ich selber bin ja Teilchenphysiker eigentlich und habe unterrichte auch Kernphysik, das heißt, ich habe einen gewissen Hintergrund da drin. Ich habe früher in Ihrem Alter mit dem Ranga Yogeshwar zusammen studiert, der hat im Kernreaktor in Jülich gearbeitet. Dieser Reaktor in Jülich, der hatte schon zukunftsweisende neue Technologien. In Hamm-Yttrop hat man dann einen Reaktor nach diesem Typ kommerziell bauen wollen und dann ist leider Tschernobyl passiert und dann hat man gemerkt, dieser neuartige Reaktor hat ähnliche Probleme wie Tschernobyl, also hat den niemand mehr haben wollen und der ist nie in Betrieb gegangen. Aber diese neuen Ideen, da gibt es verschiedene Sachen. Einmal, dass man Thorium benutzt statt Uran. Das hat den großen Vorteil, dass im Reaktor kein Plutonium entsteht, was auf jeden Fall zu begrüßen ist. Das andere ist, dass man flüssige Reaktormaterialien statt fester Stäbe benutzt. Das hat den Vorteil, dass die Kerne nicht schmelzen können, weil sie ja schon flüssig sind. Das sind alles fortgeschrittene Ideen, die man eigentlich schon in den 60er Jahren hatte, die man nur nicht realisieren konnte damals. Und die Sachen kommen jetzt wieder hoch. In China haben sie jetzt gerade einen kleinen Reaktor mit Thorium gebaut. Das sind alles interessante Entwicklungen. Ich sage immer zwei Sachen dazu. Das eine ist, als Kernphysiker wüsste ich, wie ich jeden dieser Reaktoren benutzen könnte, um Plutonium herzustellen. Denn auch wenn da nur Thorium drin ist, hindert einen natürlich niemand daran, dass man Uran in die Nähe des Reaktors bringt und dann wird das Uran aktiviert und in Plutonium umgewandelt. Das heißt, ein Reaktor, der zum Beispiel so klein ist, dass er in Lastwagen passt, den kann jeder Terrorist sozusagen klauen und irgendwo dann damit Plutonium produzieren. Und das andere ist, diese Flüssigreaktoren haben eine so komplizierte Chemie bei 1000 Grad und höher, dass man es bisher einfach nicht schafft, dass man Wände hat, die dem lange genug standhalten. Und außerdem entstehen unheimlich viele langlebige Isotope, die man dann chemisch umwandeln muss, bevor man sie dann weiter brüten kann in dem Reaktor, sodass das Ganze dann insgesamt zu einem geschlossenen Kreislauf wird. Das heißt also, diese neuen Ideen sind schön und interessant und jeder Kernphysiker freut sich darüber. Aber die Grundideen dazu, die sind aus den 50er Jahren oder 60er Jahren und es ist nicht viel Neues daraus geworden. Zum Beispiel der Reaktor, der damals in Jülich als Forschungsreaktor lief, der wurde dann eingestampft, eben wegen Tschernobyl in Deutschland. Verkauft wurden dann die Lizenzen unter anderem an Südafrika, die wollten damit groß was produzieren. Dann ging es nach Amerika und China und inzwischen weiß man, wie man einige der Probleme löst, aber das heißt nicht, dass die Reaktoren a priori sicher sind. Es gibt keinen, der nach zum Beispiel deutschen Sicherheitsstandards irgendwie zertifiziert wäre oder so. Man muss bei jeder neuen Technologie eben wieder diese gesamte Sicherheitskette von vorne bis hinten durchchecken und gucken, viele Probleme fallen weg, dafür passieren viele neue Probleme.
Es ist, glaube ich, niemand da, der sagt, dass wir in 10 Jahren Massenproduktion von neuen Kernreaktoren machen können. Und wenn wir das die nächsten 20 Jahre auch nicht können und 30 auch nicht können, dann ist das was für die ferne Zukunft, aber sicherlich nichts, um die derzeitige Klimakrise zu überwinden. Ja? Das ist mein Standpunkt dazu. Weitere Fragen? Ja? Gut. Kernfusion ist ja fast schon mein Fachgebiet in dem Sinne, dass bei Kernfusion Teilchen mit hohen Energien aufeinanderstoßen. Es gibt diesen großen ITER-Reaktor in Südfrankreich und in China gibt es einen, wo die sogenannte magnetische Fusion genutzt wird. Da ist es einfach so, dass das riesige, komplexe Großanlagen sind, die insgesamt dann ungefähr so viel, also weniger Energie erzeugen als zum Beispiel dieser Reaktor in der Südukraine, der der größte von Europa ist. Und es braucht unheimlich viele Ingenieure und Techniker und Personal, um das zu betreiben und sehr teure und komplizierte Materialien. Der Grund ist der, dass man ein heißes Plasma hat mit extrem hohen Temperaturen und das Ganze magnetisch einschließt mit Magneten, die supraleitend sind und deswegen gekühlt werden müssen auf minus 270 Grad etwa. Und dieser Kontrast zwischen der großen Hitze und der daneben gelagerten kalten Wände ist einfach technologisch unheimlich schwierig. Das Ganze ist groß, muss groß sein und muss immer sehr teuer sein. Und das ist nichts, womit Sie zum Beispiel in einem armen Land Strom erzeugen könnten. Das können, wenn überhaupt, nur die besten Industrieländer machen und da auch nur für unter Nutzung von ganz vielen besonderen teuren Materialien. Ist aus meiner Sicht, um Strom zu erzeugen, eine Riesenverschwendung, weil man das Ganze ja mit billigen Solarenergie genauso machen kann. Dann gibt es die Fusion, die so funktioniert, dass man Strahlen aufeinander schießt und so kleine Kügelchen zur Explosion bringt. Das sind sozusagen Mini-Wasserstoffbomben, die man zündet und wo man dann die Idee hat, dann periodisch einmal pro Sekunde eine von diesen Mini-Wasserstoffbomben zu zünden. Das sieht im Moment gar nicht so schlecht aus meiner Sicht. Da gibt es in den USA Forschung. Vieles ist auch geheim da. Und das Hauptproblem, was ich dabei sehe, ist, entweder es klappt nicht, dann haben wir Pech gehabt, oder es klappt, dann haben wir aus meiner Sicht noch mehr Pech gehabt. Denn wenn man so kleine Atombomben in einem kleinen Gerät zünden kann, um Energie zu erzeugen, dann kann man damit auch große Atombomben produzieren und zünden. Das heißt, dann hätten wir eine neue Technologie, wo man ohne große Anstrengungen so eine kleine Anlage dann umbauen könnte, um eine Wasserstoffbombe zu erzeugen. Das ist also meine Idee dazu, aber das gibt sicherlich Leute, die haben da eine ganz andere Ansicht zu. So, jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Bisschen Zeit haben wir noch. Wir haben ja noch nicht geschafft, es zu sagen, wie es denn geht. Ich habe ja jetzt nur erzählt, was nicht geht. Gut, dann gehen wir jetzt zu den erneuerbaren Energiesystemen, so wie ich das vorschlagen würde. Da muss man sich anschauen, wie produziert man die Energie, wie transportiert man sie, wie speichert man sie und wo wird sie verbraucht. Das ist noch leicht zu verstehen, denke ich mal. Fangen wir an mit der Produktion. Da hatte ich vor 15 Jahren, als ich noch bei Desertec aktiv war, immer Streit mit den lieben Solarkollegen, die immer die PV-Anlagen auf die Dächer machen wollten. Da haben wir uns immer gestritten. Soll man, so wie Desertec, also wie meine Leute das meinten, die Solarzellen in die Wüste stellen und ein Kabel nach Europa ziehen, oder soll man die Solarzellen aufs Dach stellen und spart sich das Kabel? Und beide Sachen haben Vor- und Nachteile. Der Vorteil, den ich immer in dem Transport der Energie gesehen habe, war, dass man mit den PV-Anlagen, die zum Beispiel ich auf dem Dach habe, ich kann da im Sommer ungefähr 8 Kilowatt mit erzeugen, wenn die Sonne scheint. Mit der gleichen Anlage, mit den gleichen Ressourcen kann ich, wenn ich das Ding nach Nordafrika transportiere, die 2- bis 3-fache Menge erzeugen. Also vielleicht 20 Kilowatt. Ja. Gut.
Gut, also Sie kennen sich aus. Sie wissen, dass eine PV-Anlage, die wir hier in Gießen auf dem Dach haben, ineffizienter wird, wenn man sie in 40 Grad stellt, abgesehen, wenn in Gießen auch mal 40 Grad sind. Das habe ich jetzt nicht berücksichtigt. Das heißt, das sind ein paar Prozent, die verliert man, weil die Solarzelle warm wird. Die müsste man kühlen, um das genauso effizient zu halten. Aber gleichzeitig hätte man die zwei- bis dreifache Sonneneinstrahlung, sodass man immer noch viel mehr Strom aus der Wüste holen kann, ja? Parabol-Rinnensysteme werden da genutzt. Das sind solarthermische Kraftwerke. Vor 15 Jahren war das sogar die Hauptidee dabei. Heutzutage würde man trotzdem auch PV in die Wüste stellen und man kann auch unterschiedliche Materialien benutzen, wo die Banklücken sich von der Temperatur abhängig unterschiedlich verschieben. Also da ist noch ein bisschen Luft drin, aber das ist nicht der Hauptpunkt da. Ja? Der Hauptpunkt, den sehen Sie, Sie haben noch Fragen dazwischen, ja? Ja, und Sie haben auch noch eine Frage. Dieses Kolonialismus-Argument, das wird oft genommen. Und vieles, was Sie gesagt haben, war richtig. Wo haben Sie das mit dem Kolonialismus her? Gut, das ist immer die Frage, wer die, wie nennt man das, die Interpretationshoheit hat. Und gerade in deutschen Gruppen findet man dieses Kolonialismus-Argument immer sehr stark. Ich selber habe ja mit den Ingenieuren aus Nordafrika und also zum Beispiel Ägypten, Tunesien, wir hatten eine Desertec-Gruppe, wo alle nordafrikanischen Länder und ihre Forschungszentren beteiligt waren. Und die sehen es meistens nicht so. Die haben das sozusagen selber entwickelt. Da wollte ich eigentlich nachher erst drauf eingehen. Die Idee damals war die, vor 15 Jahren hatte Deutschland das Know-how für die Kraftwerke, für die Solarkraftwerke. Und wir hatten das Geld dafür damals, während in Nordafrika die Leute keine Arbeit hatten und keine Perspektiven hatten. Und dann hatten wir gesagt, wir tun uns zusammen, wir schaffen Arbeitsplätze im Süden und die verkaufen uns Strom für unsere Industrie. Und so ist es dann eine Win-Win-Gemeinschaft. Ja? Dieses Kolonialismus-Argument wäre ja dann nur richtig, wenn wir die Leute ausbeuten. Und die Leute selber, also mir hat schon ein Tunesier gesagt, was ist das für ein Quatsch? Wir sind doch nicht mehr auf dem Stand, dass wir uns ausbeuten lassen von euch. Ja? Das heißt also, da ist immer die Frage, wen man fragt. Und Kolonialismus spielt eine sehr große Rolle in den nordafrikanischen Ländern und vieles davon ist richtig, auch emotional vor allen Dingen. Aber von den Leuten, die das vorangetrieben haben, also die Desertec-Stiftung, muss man auch nochmal unterscheiden von der Industrie, die dabei war. Die hatte eigentlich ganz andere Intentionen damals. Aber vielleicht gehe ich erstmal hier durch, ehe wir dann da nochmal drüber diskutieren. Also die Solarenergie, ideal ist es hier in der Atacama-Wüste in Chile, in Namibia, in Australien, in der Wüste Gobi und eben vor allen Dingen auch in der Sahara und der ganzen Region da, Arabische Halbinsel, da kann man total preiswert Strom aus Solarenergie erzeugen. Und dann, wenn man sich den Wind anschaut, da sieht es ganz anders aus. Da sieht man hier bei uns in der Nordsee, in Schottland, Island oder im Süden von Argentinien, da gibt es total gute Standorte für Windräder. Das heißt, wenn man da sein Windrad hinbaut und da die ganzen Produktionen von Stahl und so weiter nutzt, die man braucht, um so ein Windrad aufzubauen, dann ist es viel nachhaltiger, das da zu machen, als wenn man das jetzt eher in Hessen auf den Berg stellt, wie da hinten. Ja, das heißt also, da gibt es schon Argumente zu sagen, es gibt gute und schlechte Standorte, lasst uns die erneuerbaren Energien da erzeugen, wo gute Standorte sind, weil man dann weniger Ressourcen verbraucht. Und hier kommen wir zu den solarthermischen Kraftwerken. Da wurde eben schon das Solarinnenkraftwerk genannt. Solarinnen erinnert mich jetzt an Gendern, ist aber nicht so gemeint. Solarinnenkraftwerke bestehen aus Rinnen, wo Spiegel in Rinnenform sind.
Und das hier ist ein Solarturmkraftwerk, das ist also mein Lieblingskraftwerk. Das besteht aus Tausenden von Spiegeln. Die Spiegeln drehen sich mit der Sonne, die haben also eine eigene Steuerung, drehen sich immer so, dass sie die Sonne genau auf diese Turmspitze reflektieren. Das heißt, die Sonnenenergie, die auf diese große Fläche fällt, wird fokussiert auf die Spitze dieses Turmes und erzeugt da Temperaturen, die leicht über 1000 Grad gehen können, wo eine unheimliche Energiedichte dann entsteht. Und in diesen Türmen wird dann eine Flüssigkeit oft erhitzt, teilweise auch Gase. Und diese heiße Flüssigkeit hat den Vorteil, dass sie gespeichert werden kann. Da hat man hier unten Tanks. In diese Tanks wird dann tagsüber diese heiße Flüssigkeit gespeichert. Und dann kann man rund um die Uhr mit einem Dampfkraftwerk diese Hitze nutzen, um Strom zu erzeugen. Das heißt also, diese Turmkraftwerke haben den Vorteil, dass sie Tag und Nacht Strom liefern können. Und das ist halt schon mal ein Riesenvorteil gegenüber der PV. Aber davon gibt es nicht viele auf der Welt und darum sind die relativ teuer noch. Gut, und was man auch immer bedenken muss, Klimawandel ist ein planetares Problem. Es nützt nichts, wenn wir das in Europa lösen. Solange die anderen nicht mitmachen, haben wir das Klimaproblem noch genauso. Und deswegen hatten wir eben bei dem Desertec-Konzept, wo ich dann jetzt ein bisschen drauf eingehen wollte, eben genau die Idee, die Kontinente zu verbinden, weil wir alle die gleichen Probleme haben werden in Zukunft, müssen wir auch alle gemeinsam an der Lösung arbeiten. Und da habe ich es hier hingeschrieben, wir sahen das geopolitische Ziel von Desertec immer, dass wir eine Brücke zwischen Europa und Afrika bilden, eben nicht im Sinne vom Kolonialismus, wo es uns nur darum ging, die Leute da auszubeuten. Gut, und um das machen zu können, müssen wir die Energie transportieren. Und der Vorschlag ist hier dargestellt, wie man das macht. Sie alle kriegen ihren Strom aus der Steckdose. Was da rauskommt, ist Wechselstrom. Technisch heißt das Zeug Drehstrom, weil der drei Phasen hat. Brauche ich jetzt nicht zu erklären. Das ist das Verteilernetz, was den Strom an die Leute in ihren Wohnungen verteilt. Darüber hinaus fordern wir ein sogenanntes Overlay-Netz mit HGÜ, heißt Hochspannungsgleichstromübertragung. Das heißt, wir fordern, dass der Strom als Gleichstrom transportiert wird, weil er dann weniger Verluste hat als Wechselstrom. Die Alternative ist, dass man chemische Energieträger nimmt, also Wasserstoff, Methan, Ammoniak, was auch immer, die kann man auch alle als Energieträger benutzen. Aber wenn man Wasserstoff zum Beispiel benutzt statt Strom, dann hat man etwa 50% Verluste alleine schon beim Umwandeln des Stroms in Wasserstoff und beim Zurückumwandeln des Wasserstoffs in Strom. Das heißt also, wenn man chemische Energieträger nutzt, hat man große Verluste, mindestens die Hälfte geht dabei verloren. Und das war der Grund, warum wir vor 15 Jahren gesagt haben, wir benutzen keinen Wasserstoff, um die Energie aus der Wüste nach Deutschland zu transportieren, sondern diese Stromkabel. Und daher diese Idee, wir ziehen ein Netz, dieses sogenannte Overlay-Netz, quer durch Europa. Die Chinesen hatten Ideen, Kabel bis zur Wüste Gobi zu ziehen, über Indien und die arabische Halbinsel. Daran arbeiten die jetzt immer noch. Und Desertec wurde halt nie wirklich realisiert. Es gibt ganz wenige Gleichstromkabel. Eins davon ist Nordlink, 2021, letztes Jahr in Betrieb genommen. Aber wenn man es so machen würde, würde es funktionieren. Die Hochspannungsgleichstromkabel haben den Vorteil, dass die nur wenige Prozent Verluste pro 1000 Kilometer haben. Also viel weniger Verluste als zum Beispiel der Wasserstofftransport. Der eigentliche Grund war aus meiner Sicht nicht, dass die Leute nicht ausgebeutet werden wurden, also nicht das Kolonialismusargument. Das Problem, warum das nicht funktionierte, hatte mehrere Gründe. Einer war, dass die globale Finanzkrise da losging und die großen Banken nicht mehr genug Geld zur Verfügung hatten. Dann gab es den arabischen Frühling, das heißt, die Leute in den arabischen Ländern haben gemerkt, dass sie was wert sind und selber bestimmen wollen, wie sie weiterleben und Demokratie haben wollten. Und das Dritte ist jetzt der Krieg von Russland.
Dazu gibt es noch viele andere Argumente, zum Beispiel das mit den Steinen. Die Firmen, die die Solarkraftwerke und die Kabel bauen, sind natürlich die gleichen Firmen, die auch die Kernkraftwerke und die Kohlekraftwerke bauen. Und da ist natürlich die Frage, ob die überhaupt daran interessiert waren, dass das Projekt schnell vorangeht oder nicht. Das heißt, das ist eine sehr vielschichtige Sache. Das einzige Gute von dem Krieg von Putin oder Russland ist, dass die Energieknappheit, die wir jetzt haben, jetzt offensichtlich wird und nicht erst in ein paar Jahren, wenn der Klimawandel zuschlägt. Und deswegen passiert im Moment eine ganze Menge. Es gibt diese Pläne, viele Gigawatt von Windkraftanlagen in die Nordsee zu bauen und solche Gleichstromkabel zu ziehen, genauso wie wir das vor 15 Jahren schon gefordert hatten. Und es gibt auch viele neue Pläne, Solarkraftwerke in die Wüste zu bauen und die dann in Form von Wasserstoff als Energielieferanten für Europa zu sehen. Das Problem, dass Wasserstoff genommen wird, heißt halt, dass das alles mindestens doppelt so teuer wird, weil die Hälfte der Energie ja verloren geht. Es hat aber ökonomische Vorteile für die Firmen, die den produzieren, weil die können den Wasserstoff dann an den Meistbietenden verdienen und nicht an den, der am anderen Ende des Kabels ist. Das heißt also, aus arabischer Sicht ist es sinnvoll, ineffizienten Wasserstoff zu verkaufen, statt effizienten Strom zu verkaufen, weil sie einfach dann ökonomisch die gesamte Brandweite der Kunden haben. Und ich nehme Sie gleich dran, ich mache das gerade noch fertig. Die Lösung aus meiner Sicht ist Internationalisierung und Diversifizierung. Ich glaube nicht, dass Europa oder eben speziell Deutschland letztlich energieautonom werden sollte, weil einfach wir viel zu viel Energie verbrauchen und viel zu wenig erzeugen können oder es wäre viel zu teuer. Gut, das mit der Stabilisierung der afrikanischen Region hatte ich eben schon angedeutet. Es ging uns also darum, Arbeitsplätze in Afrika zu schaffen und den jungen Leuten in Afrika Perspektiven zu geben. Weil wenn sie Energie haben, es ist ja nicht so, dass die gesamte Energie exportiert werden muss. Sie können ja genauso viel Energie auch im Land lassen und das wird jetzt auch immer betont dabei. Der Gradient des Wohlstands zwischen Afrika und Europa ist sehr immens und wird immer mehr zu einem Problem für beide Seiten. Und es hilft einfach nicht, Insellösungen zu schaffen. Man muss, um die Energiekrise und die Klimakrise zu lösen, einfach kooperieren mit allen Menschen auf der Erde. Gut, und bevor ich zum Schluss komme, wie spät haben wir? Klappt noch. Thema Speicher, da wird auch viel falsch erzählt. Auch berühmte Ökonomen haben da Veröffentlichungen gemacht, die ziemlicher Unsinn sind. Was wir eingeführt haben, ist dieser Begriff duale Speichersysteme. Man muss wissen, wenn man über Speicher von Energie redet, muss man zwei Sorten berücksichtigen. Eine Sorte ist der tägliche Speicher. Tagsüber scheint die Sonne, da gibt es Solarenergie, nachts gibt es keine. Morgens fahren die Leute zur Arbeit, da wird der meiste Strom verbraucht, nachts wird weniger Strom verbraucht. Das heißt, der Tagesverlauf des Stromes hat sehr starke Schwankungen und da muss es sogenannte Kurzspeicher geben. Die müssen sehr effizient sein, brauchen aber nur die Energie für einen Tag speichern. Deswegen können die klein und teuer sein und effizient vor allen Dingen. Dann gibt es die jahreszeitlichen Schwankungen. In Deutschland haben wir im Sommer Solarenergie, im Winter fast nichts. Im Sommer haben wir weniger Wind als im Winter. Das heißt also, man muss über Monate die Energieverbräuche aneinander angleichen. Im Winter müssen wir heizen, im Sommer nicht. Das heißt, diese Langzeitschwankungen, dafür brauchen wir Langzeitspeicher und das ist unheimlich viel Energie, die man da vorsorgen muss. Das heißt, Langzeitspeicher müssen billig sein und die können ruhig ein bisschen ineffizient sein. Deswegen wird man als Langzeitspeicher Gasspeicher nehmen wollen, auch wenn man dabei die Hälfte verliert. Batterien hier nochmal dargestellt, auch die haben Lernkurven, die extrem von 7.000 auf 180 Dollar pro Kilowattstunde Speicherkapazität runtergegangen sind. Das heißt, da hat sich viel geändert.
Und das Letzte, bevor ich dann zum Schluss von dem Kapitel komme, ist, der Energieverbrauch, der muss auch geändert werden. Wir haben drei typische Klassen von Energieverbrauch, sogenannte Sektoren. Das erste ist der typische Elektrizitätsverbrauch im Haushalt für den Föhn, für den Computer, für die Lampen. Dann haben wir die Mobilität als einen Großverbraucher und die Wärme, den Wärmemarkt, zum Beispiel die Heizung im Winter oder auch die chemische Industrie. Diese drei Sektoren waren bisher immer unabhängig, die müssen gekoppelt werden und es muss alles elektrifiziert werden. Das ist das, was physikalisch am effizientesten ist. Was meine ich damit? Elektrifizierung heißt zum Beispiel, man heizt mit einer elektrischen Wärmepumpe statt mit einer Gasheizung. Man hat Motoren, die Elektromotoren sind und nicht mehr Verbrennungsmotoren. Damit hat man sehr viel höhere Wirkungsgrade. In den beiden Fällen ungefähr ein Faktor 3 mehr Effizienz. Und Sektorenkopplung heißt, dass man zum Beispiel die Mobilität, zum Beispiel die Batterien der geparkenden Autos nutzt, um das Stromnetz zu stabilisieren, die also als Kurzzeitspeicher benutzt. Oder ein anderes Beispiel ist das Load-Management zwischen den Sektoren. Das heißt, wenn man zu wenig Strom hat, dann schaltet man die Heizung für eine halbe Stunde ab, statt dass man den Aufzug abschaltet. Ja, das heißt also, es gibt bestimmte Verbraucher, da macht es überhaupt nichts, wenn die mal eine halbe Stunde nicht laufen. Typischerweise alles, was mit Wärme oder Kälte zu tun hat. Und andere, die müssen immer vorhanden sein, wie zum Beispiel eben der Aufzug, wo man ungern mal eben stecken bleibt, nur weil die Stadtwerke Strom sparen wollen. Ja? Da kann man eine Menge machen und damit diese Schwankungen teilweise ausgleichen. Aufs Passivhaus wollte ich jetzt nicht eingehen. Und jetzt komme ich zu der ersten Folie, die Sie sich wirklich merken sollten. Das war eine von den dreien. Hat ein bisschen länger gedauert, sorry. So, hier ist es nochmal zusammengefasst, was Sie jetzt gelernt haben. Energieproduktion soll in Zukunft hauptsächlich mit Sonne und Wind passieren, weil das die einzigen Größen sind, die man hochskalieren kann, die also jetzt exponentiell wachsen können die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Die erzeugen Strom, der Strom muss in ein Stromnetz, in ein gutes Stromnetz gehen und die Verbraucher brauchen Stromanschluss und sollen möglichst versuchen, diese drei Sektoren zu elektrifizieren. Also ich wollte im nächsten Jahr meinen Gasanschluss abmelden und mir eine Wärmepumpe kaufen und kann meine Gasheizung dann wegwerfen. Brauche auch keine Gasleitungen mehr. Das heißt, die doppelte Infrastruktur in Deutschland, dass jeder seinen Stromanschluss und seinen Gasanschluss hat, das ist nicht nötig sozusagen. Dann ist wichtig der internationale Stromhandel. Wir machen es jetzt schon mit der Ukraine. Die kriegen jetzt schon Strom von uns, weil die eben ihre Kraftwerke zerbombt kriegen. Und das kann man eben auch effizient mit Afrika machen, ohne sie dabei auszunutzen. Wir brauchen Kurzzeitspeicher, typischerweise Batterien, Pumpspeicher oder Solarthermie mit Wärmespeicher. Das sind die Hauptarten von Kurzzeitspeichern. Dann brauchen wir Langzeitspeicher für die Dunkelflaute, wie das in der Zeitung immer so schön heißt. Also im Winter, wenn es dunkel ist oder nachts, wenn es dunkel ist und kein Wind weht, brauchen wir trotzdem Strom. Und wenn das über Wochen geht, dann reichen die Kurzzeitspeicher nicht. Dafür brauchen wir zum Beispiel Gasspeicher für Wasserstoff oder Methan oder andere Stoffe. LOHC ist eine schöne Abkürzung für Liquid Organic Hydrogen Carrier. Das sind Flüssigkeiten, in die man Wasserstoff chemisch einlagern kann und nachher wieder rausholen kann. Das ist eine effiziente Art, um Wasserstoff gefahrlos zu transportieren. Power to Gas, da wusste ich jetzt kein deutsches Wort. Das heißt, dass man den Strom umwandelt, zum Beispiel durch Elektrolyse und damit Gase produziert, Wasserstoff zum Beispiel. Dann Biogas kann man natürlich gleich in den Speicher füllen. Dafür braucht man diesen Power-to-Gas nicht. Das ist also auch was, was im Grunde hier überall in Hessen viel gemacht wird, aber falsch ist, dass nämlich viele Bauern Biogasanlagen haben und die dann gleich zur Stromerzeugung nutzen. Viel sinnvoller wäre es, das Biogas in den Langzeitspeicher, wenn man ihn denn hätte, einzuspeisen.
und dann zum Beispiel für den Winter zu benutzen und im Sommer eben Solardächer hat. Und internationaler Gashandel kommt natürlich auch zu. Das ist also ein System, ein zukünftiges Energiesystem, was, denke ich mal, so weitgehend akzeptiert ist als eine Möglichkeit, mit rein erneuerbaren Energien sicher ständig Energie zur Verfügung zu haben. Gut, gibt es da noch Fragen zu, bevor wir die Pause machen? Ja, Sie waren zuerst. Das ist genau richtig. Das sind genau die Punkte, die ich im nächsten Teil meines Vortrags eigentlich ansprechen wollte. Sie haben völlig recht, es ist eine Illusion zu denken, das funktioniert jetzt so, wie hier dargestellt. Ja. Dafür sind die Mengen zu groß, die wir brauchen. Wobei ich diese Woche einen Vortrag eben hatte, von dem hatte ich eben schon mal gesagt, der bei der chinesischen PV-Anlage tätig ist. Und der hat ein Szenario dargestellt, wo wir 80% der Energie weltweit bis 2040 oder 50 mit Solar-PV-Zellen machen können, durch einen exponentiellen Wachstum von Solarfabriken überall auf der Welt. Also es gibt Modelle, die das versuchen hinzukriegen, aber im Wesentlichen stimme ich Ihnen zu, dass wir das nicht schaffen werden. Ich hatte gesagt, 80% weltweit des Energieverbrauchs ist fossil. Die 80% in den nächsten 20 Jahren loszuwerden, da sehe ich Probleme. Und das ist das, was ich auf den nächsten Folien darstellen wollte. Da kommen wir dann nachher dazu. Ja? Noch eine Frage? Genau, also Sabotageterrorismus. Wir sehen das sehr schön in der Ukraine jetzt, wo ja so Zustände sind, wie wir sie hoffentlich nicht bald haben werden, was wir aber nicht ausschließen können. Da gibt es Bomben, die auf Solarkraftwerke geschmissen werden, die gerade frisch gebaut sind. Da sind dann einige Module kaputt und der Rest läuft weiter. Das ist also ein kleiner Schaden. Dann werden da angeblich Windanlagen abgebaut und nach Russland transportiert, also aus kommerziellen Gründen. Da ist ein Großteil der Windanlagen nicht mehr in Betrieb jetzt. Aber das sind eben Schädigungen, genau wie man Kohlekraftwerke in die Luft jagt. Die sind punktuell. Man hat sehr viele Windanlagen, man hat sehr viele PV-Anlagen. Und wer will, kann die drei nach alle kaputt schießen. Aber das ist kein Desaster. Wenn Sie ein Kernkraftwerk in die Luft jagen, so wie in Tschernobyl, dann ist der halbe Kontinent verseucht oder zumindest damit beschädigt. Wenn Sie jetzt so ein System wie hier haben, das ist auch ein ganz typisches Argument, was ich schon tausendmal gehört habe. Was passiert, wenn die bösen Araber, damals war ja mal so eine heiße Zeit, wo die Europäer immer dachten, die Araber sind die Schlimmsten, wenn die so ein Kabel kappen? Ja, wenn die so ein Kabel kappen, passiert das Gleiche, was passiert, wenn ein Gasröhre nach Russland gekappt wird. Da fließt da kein Strom mehr durch. Ein Kabel hat 1, 2, 3, 4 Gigawatt etwa. Wenn wir über 1000 Gigawatt reden, reden wir über 1000 Kabel zum Beispiel. Das heißt also, durch die Vielfalt und die Diversität ist man nicht mehr von einer Sache abhängig. Ich sage auch nicht, man soll nur Strom aus Arabien holen. Man soll sicherlich auch Wasserstoff aus Australien oder aus Südargentinien importieren. Man braucht die Diversität, aber das Billigste wird meiner Meinung nach immer das Kabel nach Nordafrika sein oder Südspanien oder Kreta. Ja, das heißt, oder auch die Ukraine. Ich erinnere mich noch, vor 15 Jahren kam einer aus der Ukraine, hat mich gefragt, warum wir denn bei Desertec nicht Solarkraftwerke in die Ukraine leiten würden. Ich konnte da nur sagen, da haben wir nicht dran gedacht. Oder mir war die Ukraine genauso fern, wie das vor 5 Jahren noch den meisten hier war. Ne? Ja, Sie hatten, glaube ich, zuerst eine Frage. Man macht erstmal ein Kabel. Im Moment hat Großbritannien es vor, ein echter Plan,
ein Kabel von Marokko nach Südengland zu ziehen. Da gibt es Pläne, einmal an Frankreich entlang, an der Küste entlang, bis runter nach Marokko, und damit wollen die Strom aus Marokko importieren. Ja. Genau, das macht man deswegen, weil man irgendwo beschränkt ist, aus der EU ausgetreten ist und jetzt die Kabel in Frankreich nicht mehr benutzen möchte. Ja? Ich habe ganz konkret für die Wissenschaftscommunity den Vorschlag hier gemacht. Da wir arbeiten am CERN, ein großes Forschungszentrum, was sehr viel Strom verbraucht, und am DESY gibt es sowas in Hamburg, und dann gibt es die ganzen Max-Planck-Institute und Forschungszentren und Universitäten, die könnten ihren Strom alle durch ein Kabel von Tunesien nach Südfrankreich kriegen. In Südfrankreich stehen einige Kernkraftwerke, sodass hier also sehr viele Kabel bis in die Schweiz gehen, sodass man also nicht die Kabel nach Gießen oder Marburg ziehen muss. Man braucht die Kabel nur bis über die Grenze schieben. Ja. Man muss sowieso in Europa demnächst den Strom, die Kabel verbessern, verstärken. Das heißt, es wird immer schon Kabel zwischen Frankreich und Spanien, die sind schon in der Erweiterung immer wieder, weil die Spanier den französischen Atomstrom kaufen sollen. Und ich habe sogar mal ausgerechnet, wenn man das Kabel nach Rom zieht, dass dann die Stromkabel in Europa sogar entlastet werden, weil im Moment der Strom nach Rom aus dem Norden kommt. Das heißt, da liegt ein Kabel, was aus der Schweiz und Frankreich den Strom nach Rom runter transportiert. Wenn man jetzt ein Kabel von Tunesien nach Rom legt, dann kann man das gleiche Kabel in der anderen Richtung benutzen, braucht also gar keine höhere Kabelkapazität dafür. Ja? Also die roten Linien sind die großen Stromleitungen übrigens. Ein Kabel von Marokko nach Spanien. Es gab sogar mal Pläne, da eine Brücke zu bauen, aber es gibt überall große Brücken, aber nicht zwischen Afrika und Europa. Das muss man sich auch mal überlegen. Aber das hat ganz andere Gründe. Nachher brauchen die keine Schiffe mehr, um rüberzukommen, nämlich. Ne? Aber das Kabel zwischen Marokko und Spanien, das gibt es schon. Das gibt es deswegen, weil seit Jahrzehnten Marokko den Strom aus Spanien bekommt. Ja? Und ich erinnere mich, es gab mal eine Zeit, wo Desertec immer noch sehr aktiv war und auch Frau Merkel das gut fand. Und die Idee war, dass man dieses Kabel von Marokko nach Spanien benutzt, um ein Solarkraftwerk in Marokko zu bauen und den Strom nach Europa zu transportieren. Es reicht ja, wenn man das ins Verbundnetz einspeist in Südspanien. Solange das alles verbunden ist, kann man den Strom dann in Hessen kaufen, auch wenn das real gar nicht der Strom aus Afrika war. Denn der Strom lässt sich ja nicht unterscheiden. Das ist gescheitert. Warum ist es gescheitert? Weil Spanien weiterhin Strom verkaufen wollte an Marokko und darum Geld brauchte. Das heißt, Spanien hat es blockiert, dass wir eben diese Idee weiterverziehen. So habe ich es jedenfalls gehört. Ja. Das heißt also, da spielt Politik eine ganz große Rolle, und ich erzähle halt nur den Teil, der jetzt physikalisch ist. Ja. Gut, die Politik weltweit geht dahin, sich abzugrenzen von den anderen und auf Konfrontation zu gehen und darauf hinzugehen, dass es einem selber noch eine gewisse Zeit gut geht. Ich glaube nicht, dass das ein überlebensfähiges Modell ist, denn wir sind einfach sowieso abhängig voneinander. Ja? Das Uran kriegen wir auch nicht in Europa aus der Erde gebuddelt, und die Brennstäbe von den vielen französischen Kernkraftwerken, die werden alle nach Russland zur Aufbereitung geschickt, außer im Moment. Das heißt, im Moment haben die Franzosen gar keine Möglichkeit, ihre Kernbrennstäbe aufzubereiten, und die lagern die jetzt in Südfrankreich. Und darum gibt es ständig Transporte mit Plutonium quer durch Frankreich,
wo Greenpeace dann irgendwann mal aufgedeckt hat, wie einfach das wäre, die in die Luft zu jagen. Ne? Das heißt also, die Welt ist heutzutage so miteinander vernetzt, dass es kaum was gibt, was wir alleine machen können. Wir haben ja jetzt gemerkt, dass wenn Taiwan zu China angekoppelt würde, unsere gesamte Computerbranche zusammenbricht, weil wir keine Chips produzieren können in der Qualität, wie wir sie heute brauchen. Das heißt also, da muss eine Menge passieren, aber gerade im Energiebereich haben wir wenig Chancen und es ist auch wenig sinnvoll, da autark zu werden. Früher hat man auch gefordert, dass alle Grundindustrien in jedem Land vorhanden sind. Heute, wenn Sie Schuhe kaufen, werden Sie keine Schuhe aus Deutschland kaufen können. Meines Wissens gibt es da entweder gar keine mehr oder nur noch eine kleine Fabrik irgendwo. Das ist bei allen Dingen so, dass wir voneinander abhängig sind, was viele Vor- und viele Nachteile hat. Ja. Aber da kann man unterschiedlicher Ansicht sein. Sie haben noch eine Frage? Ja. Gut, morgen gibt es einen Vortrag über Wirtschaft. Da sollten Sie den Kollegen fragen, weil ich da kein Experte bin in Weltwirtschaft. Aber eine Sache muss ich auch von der letzten Frage ja noch beantworten. Wem gehören denn die Kraftwerke? Heutzutage ist es ja eigentlich so, dass egal, ob da jetzt Siemens oder Adidas oder IKEA draufsteht, die Dinge gehören ja internationalen Konzernen und Aktionären, die von überall in der Welt kommen. Das heißt also, investieren wäre halt die Frage. Wenn wir sagen, Europa braucht Kraftwerke in Nordafrika für Stromimport, ideal wäre natürlich, wenn wir sozusagen das Land pachten und dann da irgendwelche Firmen da Geld oder investieren, die Sachen aufbaut und dass Marokko dann Steuern dafür entnimmt, dass sie den Strom verkaufen. Das ist eine Frage, wie die Weltwirtschaft funktioniert. Und das habe ich noch nie nachvollziehen können. Aus meiner Sicht ist die globale Marktwirtschaft ein mathematisch instabiles System, um das mal rein physikalisch zu sehen. Ich habe das mal den Herrn Sinn gefragt, der hat irgendwie die Frage gar nicht verstanden, glaube ich. Als Physiker will man immer mathematische Formeln nutzen, die eine Stabilität haben, wenn man sie löst. Und ich sehe nicht, dass die Marktwirtschaft an irgendeiner Weise stabil ist. Aus meiner Sicht ist das wie ein Computerspiel, was immer divergiert, wo am Ende immer alle Klötze am Rand hängen. Ich sehe bisher nicht, dass unser System langfristig irgendeine Stabilität hat. Der Normalfall des Kapitalismus ist aus meiner Sicht einfach der, das divergiert immer so, dass wie bei Monopoly einer am Ende ganz reich ist und alles hat und die anderen sind alle raus. Dann bricht es zusammen, dann gibt es einen Krieg, dann wird wieder alles neu aufgebaut und dann fängt das nächste Spiel an. So funktioniert aus meiner Sicht kapitalistische globale Wirtschaft. Aber das fragen Sie besser morgen den Kollegen, der hat sicherlich eine differenziertere Antwort dazu. Eine letzte Folie. Ich versuche ja nun, erneuerbare Energien unter die Leute zu bringen. Dafür haben wir alle möglichen Modelle gebaut. Und eins davon hat unser neuer Schülerpraktikant Luca zusammen mit meinem lieben Kollegen Marc Strickert aufgebaut wieder. Das haben wir vor 2 Jahren oder 3 das letzte Mal vor Corona benutzt. Das steht im Foyer. Da ist die Frage, gehen Sie jetzt erst sich damit amüsieren und gleichzeitig gibt es ab 3:30 Kuchen, habe ich gehört. Und dann gibt es aber auch noch das Klavierkonzert. Also am besten macht jeder das, wo er am meisten Lust zu hat. Und dann treffen wir uns nachher hier wieder, offiziell um 4:45. Sagen wir mal um, wie lange haben wir dann noch? Sagen wir mal um 5 machen wir, um 5 machen wir weiter. Ja? Bis 5 Uhr, viel Spaß, Dankeschön. Thank you.
jetzt über das, was ihr selber schon rausgekriegt habt und schon angesprochen habt beim letzten Vortrag, nämlich, dass das alles gar nicht so glatt gehen kann. Zukunft der Energie, wie geht es also weiter mit den Konzepten, die wir jetzt rein technisch-physikalisch haben? Die Zukunft soll erneuerbar sein, aus vieler Leute Sicht. Es gibt auch welche, die sagen, Kernenergie ist die Zukunft, oder es gibt sogar Leute, die sagen, Kernenergie ist nachhaltig. Wir behalten mal die Äquivalenz von Nachhaltigkeit und Erneuerbar hierbei und sagen, also die erneuerbaren Energien ist das, was nachhaltig in Zukunft passieren soll, aus verschiedenen Gründen, die ich eben genannt hatte. Und die schlechte Nachricht ist, obwohl wir von 50% und 100% erneuerbaren Energien oft in den Zeitungen lesen, wenn man sich die Zahlen global anschaut und sich anschaut, wie groß der Solar- und der Windanteil heute ist, so liegt er bei etwa 2%. Eben hatte ich gezeigt, dass mehr Erneuerbare da sind. Es gibt noch die traditionelle Biomasse, also Holz zum Kochen und so weiter. Das ist jetzt bei den 2% nicht dabei. Und die Wasserkraft, die in den 60ern hauptsächlich aufgebaut wurde, nicht. Aber der Anteil, der wirklich skalierbar ist, wo wir also in Zukunft exponentiell mehr dazu bauen können, also Wind- und Solarenergie, da sind wir erst bei 2%, und das ist ein bisschen frustrierend. Im Paris Agreement sagten wir ja, wir brauchen 100% erneuerbarer Energien. Und es gibt sogar Leute, die haben Pläne gemacht, wie man das schaffen kann. Ich selber bin da ein bisschen skeptisch. Ich vermute mal, dass es politisch und wirtschaftlich schwierig sein wird, das zu erreichen. Dass wir also damit leben müssen, dass das nicht schnell genug funktioniert, die 2% auf 100% zu kriegen oder 80, 90. Daraus folgere ich, dass in Zukunft Energie knapp und teuer sein wird, ja. Genau, da gibt es viele Tricks, wie man das alles sehr schön darstellen kann. 50% erneuerbar heißt wahrscheinlich in dem Fall vermutlich, dass es um Strom ging. 50% des Stromes in Deutschland war erneuerbar dann. Das heißt, man hatte genug Wind- und Solaranlagen, sodass eben die 50% rauskommen. Die Zahl hier ist erstens weltweit und zweitens im Vergleich zum Gesamtenergieverbrauch und nicht nur für den Strom. In Deutschland, das zeige ich gleich noch, haben wir, glaube ich, 98% fossile Energien im Mobilitätsbereich. Das heißt, wenn Sie die Autos dazu zählen, dann haben Sie nicht mehr 50% erneuerbare, sondern bei den Autos sind es 98% nicht erneuerbare. Ja? Das heißt also, man muss immer überlegen, was wie normiert wird. Und meistens redet man über Strom. Und da sieht es viel besser aus wegen der vielen Windanlagen. Aber da vergisst man, dass wir ja Öl und Benzin und Diesel haben und das auch alles mit berücksichtigt werden muss. Gut, ich bin nicht der Einzige, der vor fehlendem Strom warnt. In Deutschland haben wir insgesamt 330 Gigawatt fossile Energien, die wir benötigen jedes Jahr. Also pro Sekunde ist es ja gerechnet in Gigawatt. Ich habe das mal in einem Gremium von Experten, die sich mit Energie seit Jahren beschäftigt haben, so dargestellt, dass wir 330 Gigawatt in Zukunft ersetzen müssen. Die haben vehement mir widersprochen und am Ende dann zugegeben, dass ich recht hatte, weil auch die Experten immer im Kopf haben, wir haben ja schon 50%, aber das sind eben 50% des Stromes und nicht 50% des Gesamtverbrauches. Und der Gesamtverbrauch, der fossil ist, ist eben so immens hoch. Das heißt, umgerechnet mindestens 130 Kernkraftwerke bräuchten wir in Deutschland, um das zu ersetzen. Und das will natürlich keiner. In jedem Bundesland 10 Kernkraftwerke, da gibt es so ein bisschen Ärger oder vielleicht ein paar weniger. Gut, dann um das Bild abzurunden. Warum haben wir überhaupt diese ganzen Probleme? Das hat sehr viel mit dem Bevölkerungswachstum zu tun. Ich hatte gesagt, 200.000 Jahre lang gibt es uns, so wie wir aussehen oder teilweise auch denken. Und die letzten 130 Jahre erst haben wir fossile Stoffe. Wenn man das mal auf einer Skala sieht, die 200.000 ist irgendwie ganz weit draußen Richtung Marburg.
Im Jahr Null, plus minus ein paar hundert Jahre, sind die ganzen modernen Religionen entstanden. Dann gab es hier ein Bevölkerungswachstum, dann kamen die fossilen Energien, da ist das Wachstum noch mehr gestiegen. Und der Grund, warum wir überhaupt so viele auf der Erde sein konnten, war die dritte Landwirtschaftsrevolution, wo man angefangen hat, die Züchtungen der Pflanzen zu verbessern, also das, was unser lieber Herr Liebig gemacht hat, die Düngemittel, die industrielle Agrarwirtschaft und so weiter. Erst dadurch haben wir es geschafft, jetzt, hier steht noch 7,9 Billionen, letzte Woche haben Sie in der Tagesschau gesagt, wir sind jetzt über 8 Billionen Menschen, also Milliarden Menschen. Und durch die fossilen Brennstoffe haben wir jetzt den Klimawandel. Die fossilen Brennstoffe gibt es eben erst seit 170 Jahren und die müssen wir jetzt wieder runterfahren. Das heißt, die Zeit von diesem roten Dreieck ungefähr ist die Zeit der fossilen Brennstoffe. Und wir müssen zurück zu den Erneuerbaren, weil es eben sonst Klimawandel gibt mit den ganzen Katastrophen, die ich schon erzählt hatte. Also hier die Vereinten Nationen sprechen von dem Risiko, dass unsere Zivilisation kollabiert, eben aus den verschiedenen Gründen. Es gibt ja immer Leute, die sagen, dann passen wir uns halt an, wenn es immer wärmer wird. Man muss bedenken, alles Leben besteht aus Proteinen. Proteine koagulieren bei 60 Grad etwa. Das heißt, sobald wir über 60 Grad in der Region sind, kann da langfristig überhaupt kein Leben mehr existieren, egal wie gut wir uns anpassen. Ja, das heißt, da gibt es rein naturwissenschaftlich harte Limits, da kann man nicht sagen, das macht uns nichts, wir kaufen uns einen Raumanzug und dann laufen wir weiter über die Erde. Und eine Grafik, die das sehr schön darstellt mit dem Klimawandel, ist diese hier, die ein bisschen auch frustrierend ist. Das sind die letzten 800.000 Jahre hier dargestellt und die stellt dar, wie sich die letzten 800.000 Jahre das Klima geändert hat. Und Sie wissen vielleicht, es gibt Eiszeiten, es gibt Warmzeiten und das ist immer hin und her gependelt und das ist hier so schön dargestellt, das ist wie so eine Welle. Die Erde pendelt immer von dem einen zum anderen Bereich und ich behaupte, das geht immer langsam in die Kälte rein und dann schnell zurück in die Wärme. Wenn man sich die Kurven anschaut, sieht man das. Das heißt also, die Erde pendelt seit 800.000 Jahren immer brav in dieser Rille hin und her. Und das sieht man schön, wenn man sich die Temperaturkurven anguckt, aber hier das sind die CO2-Emissionen, die wandern auch. Das heißt also, in den Warmzeiten und in den Kaltzeiten gibt es immer unterschiedliche CO2-Konzentrationen. Das geht seit 800.000 Jahren immer so hin und her. Und jetzt in den letzten Jahren geht es hier steil nach oben. Und das ist eben das Verbrennen der fossilen Brennstoffe. Und dann sagen die Klimatologen, durch die CO2-Emissionen, ich habe jetzt die Skala geändert, sind das nicht mehr Hunderttausende von Jahren, sondern innerhalb von 200 Jahren rutscht die Erde hier runter in den Bereich, wo es sehr warm wird. Und das ist ein stabiler Bereich. Da wird die Erde in Zukunft dann auch stabil drin liegen bleiben. Das heißt, wir haben es durch die CO2-Emissionen geschafft, dass wir keine Eiszeit mehr kriegen und uns über das warme Wetter freuen dürfen. Und das Problem ist, hier gibt es eine Schwelle, dahinter gibt es keine Möglichkeit mehr zurück zu dem alten Zustand zu kommen. Und das, was die Klimatologen sagen, ist, dass wir jetzt noch die Möglichkeit haben, umzusteuern, um die Erde in einem Zustand zu stabilisieren, der eben nicht in diesem heißen tiefen Loch, was man früher vielleicht Hölle genannt hätte, zu landen. Gut, das ist also das, was unsere Aufgabe ist, die Leute dazu zu bringen, die Erde wieder auf die Spur zu fahren, ja? Also das ist aus einer Veröffentlichung, die ich hier zitiert, 2018, da können Sie da gerne nachlesen. Das sind die gleichen Leute, die auch den IPCC mitschreiben und die Bücher schreiben darüber, warum wir unbedingt was tun müssen. Schellenhuber ist, glaube ich, Mitautor dieser Veröffentlichung gewesen. Ich habe das jetzt versucht, ein bisschen anschaulich zu erklären, was da drin steht. Wenn Sie das
Paper wirklich verstehen wollen, ist da eine Menge mehr hinter. Und wo diese Stabilität und diese Zyklen, die in der Eiszeit passiert, werden eben geologisch versucht werden zu erklären, warum das so ist. Also dieses Stabilitätstal, wo wir uns seit diesen paar hunderttausend Jahren bewegt haben, warum wir das jetzt verlassen. Und das, was ich daraus verstanden habe, habe ich Ihnen gerade erklärt. Ob das jetzt 1,5 oder 1,3 sind, da streiten sich ja gerade die Leute drüber. Da gibt es Unsicherheiten und die Leute kommen immer mehr dazu. Und das habe ich hier in meinem Buch schon vor langer Zeit geschrieben, dass der IPCC sehr konservativ argumentiert. Der versucht also immer zu argumentieren, dass das, was er schreibt, auch auf keinen Fall falsch sein kann. Und dabei wird automatisch das auch ein bisschen beschönigt, was passieren wird. Ja? Wenn er schreibt, es gibt eine gewisse Chance, dass es schon bei 1,2 Grad zu einem Problem wird, dann wollen die Leute Beweise wissen und dann heißt es, ja, das ist nur mit der und der Wahrscheinlichkeit und das können wir nicht fest sagen. Und darum ist halt immer die Tendenz dazu, nur die wirklichen harten Fakten zu nennen, was aber eben auch dazu führt, dass man extreme Möglichkeiten dann auch erst gar nicht mit da reinschreibt. Aber das ist jedenfalls sozusagen in einer anderen Darstellungsweise das erklärt, was wir sowieso alle gelernt haben, dass es irgendwo eine Schwelle gibt, über die wir nicht hinüber dürfen, weil dann die Kipppunkte in Aktion treten und ob die bei 1,2 oder 3 oder 4 eintreten, da gibt es eben gewisse Unsicherheiten. Gut, und solche Überlegungen natürlich, ich erinnere mich, ich hab vor ungefähr 20 Jahren das erste Mal eine Vorlesung zum Klima gemacht und da hatte ich immer noch Schwierigkeiten, Bilder zu finden, um den Leuten zu erzählen, wie das denn später mal werden soll. Heutzutage braucht man nur die Tagesschau vom letzten halben Jahr durchgucken und da findet man genug Katastrophen in Richtung Feuer, in Richtung Kälte, in Richtung Stürme und so weiter, ja. Genau. Das heißt, es sind sich alle Leute einig, dass wir die 2 erreichen müssen, um nicht da in dieses Loch zu fallen. Es kann aber auch sein, dass es erst bei 3 oder 4 Grad so ist. Aber es gibt auch Leute, die sagen, 1,3 ist schon zu viel. Das schaffen wir dann nicht mehr. Wir müssen bei 1,2 bleiben und 1,2 sind wir jetzt schon. Ja, das heißt, da gibt es Unsicherheiten. Und da muss man dann Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit denn die Aussage zutrifft. Und da gibt es immer Unsicherheiten, die man nicht so genau vorhersagen kann. Ja? Ja, bitte. Genau. Genau, man kauft sich Klimaanlagen, die mit Öl betrieben werden, baut sich ein isoliertes Haus und hat noch 30 Jahre schöne Zeit. Also die Aussage ist halt, dass hier die Rückkopplungssysteme, das Feedback der Erde selber so stark wird, dass man da technisch nicht mehr gegenarbeiten kann. Aber es kann natürlich eine Idee sein. Es gab zum Beispiel vor, oh Gott, in den 80er Jahren viele Diskussionen über den nuklearen Winter. Wenn man genügend Atombomben zündet, gibt es einen nuklearen Winter. Das ist der Gegenteil von Klimaerwärmung, weil alles voller Staub ist. Und da gibt es jetzt natürlich Leute, die sagen, Geoengineering ist eine Chance, da wieder rauszukommen. Das Problem beim Geoengineering ist aber, man weiß immer nicht so genau, was es alles noch für Rückkopplungssysteme gibt. Ja? Wir können jetzt Atombomben in die Atmosphäre schießen und alles verstaubt, voll Staub machen, aber vielleicht sterben dann alle Algen ab oder was auch immer. Ne? Das heißt, Geoengineering ist eine Option, aber sicherlich kann keiner abschätzen, was da passiert. Ja? Genau, das sagt der IPCC schon, dass ohne das Zurückholen von CO2 aus der Atmosphäre wir keine Chance mehr haben. Das heißt, das wird schon mit berücksichtigt und durch das Rausholen von CO2 verschieben wir diese Linie hier. Ja,
Und dann ist die Frage, wie weit können wir die Linie verschieben, bevor es runtergeht. Das Problem zum Beispiel ist, im Moment taut in Sibirien taut der Permafrostboden auf. Dabei entsteht sehr viel Methan, welches in die Atmosphäre gelangt. Methan hat einen viel höheren Treibhausgasfaktor als CO2. Das heißt, immense Mengen von Methan arbeiten gegen uns. Und da kann man nichts mehr dran machen, weil einfach die Erwärmung da nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Das heißt, wir müssen in Zukunft nicht nur selber nicht mehr viel CO2 produzieren, sondern auch noch gegen die Selbstrückkopplungen gegenarbeiten. Und das macht das Ganze eben immer schwieriger. Ja? Wenn der Nordpol geschmolzen ist und die Eisbären alle tot sind, dann wird es keine neuen Eisbären mehr geben, egal was wir machen. Gut, und das ist eben das Komplexe unserer Biosphäre, dass das, was einmal weg ist, eben weg ist. Und es sterben halt sehr viele Arten aus zurzeit und das wird alles nicht mehr rückgängig zu machen sein. Gut, also wer da mehr erfahren will, IPCC ist der, der das alles weiß. Und ich bin immer noch nicht bei dem Verkehr, aber es dauert nicht mehr lange. Hier nochmal der Energieverbrauch pro Person. Das fängt bei 1965 an. Da war ich irgendwie 8 Jahre oder so alt. Und seitdem hat der Energieverbrauch in Europa, hier ist Deutschland, die rote Linie, hat ein bisschen zugenommen und wieder ein bisschen abgenommen und durch Corona im letzten Jahr noch ein bisschen mehr abgenommen. Aber im Wesentlichen seit den 80er Jahren ist das fast konstant und das ist fast in allen Ländern konstant. USA hat einen höheren Level, Kanada noch ein bisschen höher. Die EU ist auch hier seit den 80er Jahren, fast ist der Energieverbrauch pro Kopf konstant, obwohl wir ständig sparen, effizienter.
Thank you.